Mein Forschungsgebiet ist die Sozialgeschichte Europas und Nordamerikas seit dem späten 18. Jahrhundert. Mich interessieren vor allem die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Strukturen wie Arbeitsteilung oder Besitzverteilung, sozialer Gruppenbildung und dann auch politischer Meinungsbildung. Mich begeistert fast jeden Tag, dass mein Forschungsgebiet mich dazu zwingt, die Abstraktionshöhe sozialwissenschaftlicher Theorien mit ganz konkreten historischen Lebenssituationen in Verbindung zu bringen. Ich denke, der Nutzen der Arbeit von Historikern, insbesondere von Sozialhistorikern, liegt in der Verortung gegenwärtiger Probleme im längerfristigen Wandel, wodurch ja überhaupt erst möglich wird, das Gewicht dieser Probleme angemessen zu bestimmen.